jetzt hat und mehr. Ich bin happy, I'm 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 happ
Kommunikation kann vielfältig sein. Sie kann darauf abzielen, Informationen und Wissen dabei, der gehörlos ist, und ich übersetze für ihn das Ganze jetzt in Gebärdensprache, und Sie können einfach ganz normal. Ich probiere es. Herzlich willkommen. Kommunikation kann vielfältig sein. Sie kann darauf abzielen, Informationen und Wissen zu vermitteln, Meinungen auszutauschen, Beziehungen aufzubauen, wir hätten jetzt noch eine weitere mit dabei. Sie ist taubblind und die gehörlose Assistentin übersetzt das Ganze. Und ich würde Sie einfach bitten, auch noch von vorne nochmal anzuschauen. Herzlich willkommen hier in der Messehalle. Kommunikation kann vielfältig sein. Sie kann darauf abzielen, Informationen und Wissen zu vermitteln, Meinungen auszutauschen, Beziehungen aufzubauen, Probleme zu lösen oder Entscheidungen zu treffen. Kommunikation baut Beziehungen auf, stabilisiert sie und beendet diese. Menschen mit Hörbehinderung hören, verstehen und sprechen die Lautsprache nicht. Kommunikation, Gebärdensprache, Lautsprache. Die Gebärdensprache. Taktiles Gebärden. Die leichte Sprache. Das Lormen. Die Blindenschrift. Kommunikation schafft Gemeinschaft. Kommunikation schafft Inklusion. Und Kommunikation bedeutet Wertschätzung. Regenswagner Zell lebt Barriere Kommunikation. Besuchen Sie uns am Messestand Halle 7, Stand 7713. Herzlich willkommen zum Kaffee zum Cappuccino. Und sprechen Sie, kommunizieren Sie mit uns.